Hey Leute, was geht ab? Willkommen zu Yotober, der 24. Wir nähern uns dem Ende und heute ist es ein Sonntag, also wie üblich ein Skate-Video-Review. Und heute hier im Programm, es ist ein 411-Video-Magazin Best of 7. Eines meiner Lieblingsvideos aus meiner Kindheit, als ich mit dem Skateboardfahren angefangen habe. Und dieses Video ist genial. Es ist ein Skatemag. Ich habe jetzt die letzten Wochen schon ein paar deutsche Skatemags vorgestellt. Das ist eins aus den USA. Viele OGs von euch kennen noch 411. Die Young Guns, die ganze neue Generation ist leider ohne diesen Videos aufgewachsen. Deswegen wollte ich unbedingt ein Review drüber machen, dass die Kids sehen, wie es damals ausgesehen hat, Skateboardfahren und alles. Ich möchte jetzt nicht allzu viel drüber quatschen, ich möchte gleich ins Video springen, denn das Video ist nicht gerade kurz, es ist, ich glaube, fast eine Stunde lang. Also, leg mal los. Okay, witzige Geschichte zu letzter Woche, das Video Classic Skate Video Reviews. Ich habe das Video auf YouTube hochgeladen und ich hatte vergessen, die Tonspur ganz auf Null zu setzen. Und ich habe sofort natürlich einen Copyright-Claim bekommen, weil man auch ganz minimal leise im Hintergrund die Musik hören konnte. Deswegen heute auch wieder komplett ohne Ton. Und wir fangen gleich an. Legendary Spot. John Redray, Frontside Noseblunt. Also, wir sind jetzt hier in der typischen 411-Intro. Das Lied, das jeder kennt mit den Trompeten, ist mega geil. Und jetzt ein paar Ausschnitte aus dem Video, ein paar Highlights. Wow. Alter, ist das scary. Noch OG Spot. Okay, und man merkt, die Qualität ist auch nicht überragend, leider. Ich meine, es ist eine VHS-Kassette. Ich habe es euch noch gar nicht gezeigt. So schaut das Ding aus. Das sind Dollen. Und VHS-Kassetten haben es halt eben an sich, dass sie mit der Zeit, je öfters man die anschaut, ein bisschen an Qualität verliert. Tony Hawk. Okay, kleine Backstory, ein bisschen Hintergrundwissen zu diesen 411-Video-Magazines. Es kamen, ich kann gar nicht sagen, in welchen Zeitabständen die rauskamen. Also, hier sieht man, es ist eine Compilation der Issues 36 bis 41. Also, sie hatten immer regelmäßig ihre Issues, die sie rausgebracht haben, ihre Videos. Und das hier ist jetzt ein Best-of aus Issue. Alter! Das war mal ein 50-50. Und das war eben Best-of aus 36 bis 41. Cole Cannon. Wir sind immer noch in der Intro. Josh Casper, ich habe den Olli immer noch in Erinnerung. Mega krass. Und hier Danny Wainwright, Mr. Super Pop. Wow. Okay, das ist jetzt die Intro. Coverfoto ist übrigens Steve Barra von den Barracks. Okay, der Dude erklärt jetzt, was jetzt die einzelnen Segmente sind. Steve Barra, Dane Alive, Black Label ist mit dabei, Cole Cannon, Wheels of Fortune, John Rattray, The Rookie damals noch, und Ronnie Krieger, Dane Alive. Javier Sarmiento, Rookies, and Wheels of Fortune, Rodrigo Tex. Wheels of Fortune ist wie so ein Part. Und das ist jetzt hier eine Montage. Chaos. Cooles Lied hier. Charm Attack. Auch cool gemacht mit diesem Watermark oben rechts, mit diesem Symbol. Chet Thomas. Mega Hardflips. Die Musik dazu. Und eben diese ganzen kleinen Sections, die ganzen kleinen Parts hier auf dem Video. Feiere ich total. Ich finde es super schade, dass es heutzutage nicht mehr so in dem Format gibt wie damals. Brian Sumner.
Nicht Summer, sondern Sumner. Alley-oop backside flip, Chad Fernandez. Bucky Lasek. Wow, der war hoch. Und Rodney Mullen. Okay, die Tricks haben wir jetzt schon gesehen. Das ist ziemlich cool gemacht in dieser Montage. Man sieht Tricks. Und das lief dann ein bisschen langsamer. Und dazu dann so ein Slow-Motion-Part von den krassen Tricks, die man gerade eben nochmal gesehen hat. Einfach sowas wie ein Recap. Finde ich mega interessant. Sieht man heute auch nicht mehr im Schnitt. Ist ein bisschen was anderes. Und das Video anzuschauen tut echt gut, weil es anders ist, als was man heutzutage sieht. Heute habe ich so das Gefühl, alles ist ein bisschen so von der Stange. Und ziemlich jeder macht dasselbe, geht nicht weit aus seiner Linie raus. Wow, geiler Trick. Kickflip Manny Double Flip Out. Und da haben wir wieder Danny Wynn, right, mit dem Mega-Oi. Der kommt auch später nochmal in der Zeitlupe. Sau krasser Trick. Tailside Shove It, Tailside Big Spin Out. Doing Song, doing what he does best. Heftiger Backflip. Naja, hier wieder die Replay. Wow, super schön. Neue Nose Slide, Half Cup Nose Grind 180 out. Und fetter Blunt Slide. So schön anzuschauen. Auch der OG Spot. Wow, super schön. Wow. Venice Beach. Ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nicht Probe geschaut, ob jetzt hier irgendwo große Aussetzer in dem Video sind von der Qualität her. Also, Mark Johnson, yay! Also, werden wir mal sehen, drücken wir mal die Daumen, dass es komplett durchläuft ohne irgendeinen Ausfall. Cole Cannon hat später auch ein. Oh, ich weiß gar nicht, ob der ein Part auf dem Video hat. Ich habe noch ein anderes 4-1 Magazine. Erscheinungsjahr übrigens September 99, August 2000. Also das Video ist über 20 Jahre alt. Und hier, falls ihr sehen könnt, 39 D-Mark für ein Video. Davon hätte man sich ein Skateboard auch kaufen können. Aber andere Zeiten. Footplant. Tom Green. Ja, da gab es immer noch solche Einspielungen, wo irgendwelche berühmte Persönlichkeiten kurz gesagt haben, hey, this is 411, you're watching 411 Magazine, so ähnlich wie bei Jackass, I'm John Knoxville, bla bla, also so kurze Einspielungen. Finde ich auch mega cool. Und hier, das ist jetzt Day in the Life with Steve Barra, und vielleicht wissen es manche von euch, Steve Barra ist Schauspieler und sie treffen jetzt praktisch Steve Barra in diesem Restaurant an, weil er das so wollte. Und jetzt ist es natürlich fake, aber er tut jetzt so, als ob er so ein bisschen homeless ist, also obdachlos in einem Restaurant sich die Haare waschen muss. Die Industrie hat sich ihm den Rücken gekehrt. Er erzählt jetzt eben, dass man ihn hier treffen muss, weil er alles verloren hat. Das Haus was repossessed.
Der Schuh wurde gecancelt. Signature Skate Card wurde ihm weggenommen. Gibt's sowas überhaupt oder ist es fake? Keiner will mehr filmen. Rejected by his peers. Seine Freunde haben ihn verlassen. Schaut nicht so glücklich aus. Aber im Hintergrund, Hintergedanken ist, das ist alles gespielt. Denn Steve Barra, Schauspieler und die wollen einfach irgendwas Cooles machen. Einfach nicht so ein Standard Day in the Life. Ich glaube, der hatte schon eins vorher und darauf baut das Ganze auch ein bisschen auf. Sein Fisch, das sind jetzt seine Sachen, die er noch behalten konnte. Und natürlich im Magazin. Und er erzählt jetzt, dass er praktisch im Moment jetzt zusammen ist mit derjenigen schönen Dame, die auf dem Magazin war, aber ja, er stand da in his dreams, also schon witzig gemacht. Jetzt erzählt er, dass er ein paar Sachen immer noch behalten konnte. Er hat zum Beispiel auch sein Auto versucht zu behalten. Er meint jetzt auch, er hat seit 4 Monaten keine Zahlung auf sein Auto gemacht und sie können ihn deswegen auch nicht belangen, weil er eigentlich keine Heimadresse, keine Hausadresse im Moment hat. Und jetzt versucht er zu erzählen, er möchte seinen Status zurückbekommen in der Skateboard-Welt. Er schneidet jetzt ein Brett drauf, haut ein paar Sticker drauf und oh, das Bild. Und hier ein krasser Spot. Bill kommt hoffentlich gleich wieder. Er versucht da drunter zu ollien und es ist ein ziemlich übles Stufenset über die Rail. Man sieht es leider nicht. Damn. Das Titelbild. Bill kackt ab. Aber jetzt, er steht vor Eric Costens Haus. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich sein echtes Haus ist, der tatsächlich so eine Villa am Start hat mit Gate und alles. Und wie wir alle wissen, ist Steve Barra und Costa sind große Buddies, die haben ja zusammen die Barracks und deswegen ist es offensichtlich ja auch nur Fake. Okay, jetzt meint er, Eric Costa kommt in dem Auto angefahren, aber es ist jemand anders. That's not him. Und er wartet. Eric Costen lässt ihn nicht rein. Der arme Steve. 9 p.m. Stockfinster. I don't think he's coming. Okay, und er beschließt dann zu seinem Skatepark zu gehen. Was witzig ist, er hat kein Haus, aber er hat einen eigenen Skatepark. Also. Er hat diesen Skatepark gebaut für seine ganzen Homies, seine Crew. Und keiner schaut vorbei ins Game mit ihm. Oh, armer Steve. Und jetzt sieht er tatsächlich auch ein bisschen Skateboard-Footage. Shredded in Skatepark. Ich muss witzigerweise sagen, damals als Teenager habe ich tatsächlich echt immer wieder überlegt, ist es jetzt tatsächlich ernst gemeint? Man wusste schon, das ist alles irgendwie gespielt, aber irgendwie ist da irgendwie ein bisschen Wahrheit dran. If you or anyone know, you can lend helping hand, please call for better. Ich würde wissen, wo man rauskommt, wenn man dieser Nummer anruft. Okay, Elton John. Und jetzt Kenny Anderson Profile. Das ist sowas wie ein Kenny Anderson Part. War das gerade ein Zitat von Ray Burby? Ist mir noch nie aufgefallen. Wow. Und der Spot, vielleicht kennen auch noch ein paar, ist jetzt nicht mehr so skatebar, weil sie
die Platten direkt an der Ledge rausgenommen haben. Jetzt müsste man praktisch in die Ledge reinspringen und es macht es einfach schwerer zu fahren. Manche fahren es immer noch. Super stylish, a crooked grind. Wow. Switch Mongo Push sieht man heute auch immer seltener. Back 180, das schaut noch ein cooler, schöner Spot aus. Genauso wie das hier. Oh, das schaut nach Spaß aus. Kickflip Crooked. Meter lange Ledges. Nollie Flip Noseside. Schöne Berge im Hintergrund. Wow. Den Spot, den kenne ich aus dem DC-Video. Michael Van Engelen macht da mega krasse Sachen dran. Backtail. Neu, Frontside Flip. Ich finde den Trick geil. Viele Leute finden als Hasstrick, weil der irgendwie komisch zu machen ist. Ich meine, Half Cap Flip ist easy und alles und ist ziemlich Standard, aber neu, das Ganze ist irgendwie eine ganz andere Motion. Limp Bizkit, 411 Video Magazine Punk. Motherfucker. Witzigerweise mein allererstes Album war Chocolate Starfish von Limp Bizkit. Christian Sweet Tag. Skate seit 13 Jahren. Und er war der Dude, der auf sein Gesicht gefallen ist. Oh shit, Alter. Oh, das war ein Zahn. Eieiei. Aber krasser Punkrock. Utsch. Erinnert an Zero Grad. Schneller Punk. Ledges, Handrails, Stairs. Schnelle Cuts. Erinnert an Zero Video Grad voll. Half-Cap hier. Board Slide. Oh, One Footer. Ouch. Schöner Blunt Slide. Front Board. Ouch. Haben die oberen Rails raus, damit es leichter ist, drüber zu springen? Gute Frage. Carlsbad Gap gibt es leider auch nicht mehr. Unikat. Backside Heel Flip. Hopp, macht er den jetzt? Autsch. Oh. Christian Sweet Tag ist from Cleveland, Ohio. Escape for Black Label. Vans. Destructor. Excel. Westside Skates and Skate Shop. Erzählt gerade, wie cool er es findet, da zu skaten. In der Midwest und die ganzen Dudes und alles. Super cool Dudes, Black Label. Oh, geil. Und er möchte sich bei allen bedanken. An dem Team in Cleveland. Oh, und jetzt geht's weiter. Jetzt Ledge skaten. What? Ah! Ich hasse es, wenn es passiert. Es ist mir neulich erst passiert. Voll auf die Nüsse. Nice. Ich finde es cool vom Schnitt her. Man hat erst so einen kleinen Part, Mini-Part von ihm. Schneller Schnitt, dann ein bisschen so zwischendrin. Backstory, er bedankt sich bei ein paar Leute und dann geht es weiter mit Skaten. Ist cool gemacht. Ah, gruselig. Nice.
und geiles Attitude. Jeru the Damager. Geil. Oh, Wheels of Fortune, Cole Cannon. I love that guy. Super geil. Ich hab total vergessen, dass es den Dude gab. Mega stylische Skater und auch Technik und alles. Okay, jetzt gerade der erzählt, der den viele verschiedene Sportarten versucht, schmackhaft zu machen, aber alles war nicht wirklich geil, bis das Skateboard kam. Und hier D-Line, Kickflip, Nose Manny mit den Sponsoren eingeblendet. Cool. Represent, circa. Alphanumeric. Oh, geil. Sau cool. Was war das? War das ein Inward? Genau. Inward Heel Flip. Famous Triple Set. Das Spot gibt es, glaube ich, auch nochmal. Ich sehe zumindest kein Footage mehr von dem Spot. Skated auch mega krasse Handrails. Super Styler. Fetten Circa Schuhe am Start und hier ein Half Cap Heel Flip. Kick Front Board. Kickflip No Slide. Ledge Skate Attack. Handrails. Alles. Stairs. Fetter Tray Flip. 50 Kickflip Out. Super schön. Wow. Geiler Clip. Ich feiere die Hosen auch voll. Dieses beige. Mega Baggy Pants. Wow, total unikal. Also ich kann mich noch gut an den Part erinnern. War einer meiner Favorite Parts auf dem Video hier. Very Heel Flip. Er zeigt echt, dass er alles fahren kann. King Handrails, Stairs, Ledges, Flips. Er ist so ein Heel Flipper, sehe ich. Also macht doch relativ viel. Das war auch ein Half-Gap Heel Flip. Relativ viele Heel Flips. Da haben wir neue Heel Flips. Super schön. Wow, so stylisch. Und der Smith, wow, wie er drin steht. Einfach nur geil. Yeah, Props. Schön zum Lead geschnitten. Super schöner Backside Flip. Wow. Und der Half Cap, mächtig. Wow, so schön. Cooler Part. Flavor Flav mit der Uhr. Liquid MC, Kumo D and the Black Eyed Peas, Wu-Tang, Peanut Butter, Wolf, Ian MacKay, Sean Scott. Geil. Ich finde es mega. Oh, und jetzt sind wir hier bei der Werbung angekommen. On Video featuring Pat Duffy. Okay, die quatscht jetzt über eine Rail, die scheinbar so mega scary sein sollte. Cary Gats ist in dem Video. Oh, geiler Skatepark. Wizards of Oz. Ich kenne das Video gar nicht. Ist das denn Dolan? Schaut nach Dolan aus. Chopsticks. Man muss verstehen, im Kontext der Zeit vor 20 Jahren, es gab kein Skateboardfahren im Internet. Man konnte dann einfach online gehen und sich irgendwelche Clips anschauen. Jedes Skateboard-Video, das rauskam, das wurde inhaliert. Leute haben, ich glaube, teilweise Schlange gestanden, um einfach ein Video zu kaufen, um zu sehen, was tut sich in der Welt des professionellen Skateboardfahrens. Es ist sch schwer nachzuvollziehen, jetzt rückblickend, wie krass anders die Zeit damals war im Vergleich zu heute. Und ich möchte nicht sagen, dass es besser war, es war einfach anders. Geil. Passt super zu dem Lied. Mir fällt wieder ein, was das Lied ist. Das ist mit diesem gelben Dude, dieses gelbe Stofftier. Dieser Bass, wie heißt denn das?
Wie heißt der Song? Der Dude hier. Mit Eric Austin. Rick McCrank. Ja, ihr kennt das Lied, ihr kennt das Lied. Ihr habt zumindest im Kopf die Melodie. So geil gemacht. Ich feiere das gerade. Manic Maddie war auch ein legendäres Video. Sehr zu empfehlen. Hier ist jetzt eine Black Label Werbung. Strategisch geschickt gemacht, weil die auch in dem Video ihre Section haben, ihre Black Label und ihren Skater gefeatured haben. Oh, schaut nach Horror Film aus. Aber nein, es ist ein Black Label Skate Video. Label Kills. Okay, Fabrizio Santos, ein eigener Dude, erzählt gerade, wie der Fabrizio versucht, den Backflip zu probieren. Und der Dude gibt nicht auf und rennt immer wieder die Treppe hoch. Versucht es ununterbrochen. Er hat es geschafft. Naughty Kid. Oh, Basic Training, Instructional Video. Danny Wainwright, All You Hire. Smith Grind. Ich hab das Video tatsächlich. Andy McDonald erklärt ein Feeble Grind. Hier John Connor, das war der Dude mit einer Beinprothese, der super gut Skateboard fahren konnte. Patchy Nieder, Barry Heelflip und Steve Caballero. Wow. Warte mal, ich hab das da. Hab ich das irgendwo hier rumliegen? Boah. Mike Vallely. One Video Productions presents Mike Vallely loves skateboarding. Das wissen wir. Das ist der OG. Gibt kaum Menschen, die mehr Passion für Skateboard fahren haben als er. Stand strong on the road with Mike V. Can't Stop the Firm, geile Werbung. Im Hintergrund alte Propellerflugzeuge und Bob Burnquist fliegt auf der Halfpipe. So geil gemacht. Okay, immer noch Werbung. Ednis. Schöner Backflip. Schöner Backside Flip. Über die Feuer, introducing Chris Lambert, schaut noch ein Video aus. Wow, das ist mein Fake Yoli. Okay, ich habe keine Ahnung, was das jetzt ging. Ich habe es verpasst. Oh, jetzt geht's ab hier. Black Label since 1990. Black Label has lived. Thrived. Died. And survived. Cool mit den Flammen. This is our life. Oh, leider könnt ihr das jetzt nicht hören. Das sind die Bells, die Glocken von Hell's Bells. Und ja, das ist ein Part zu ACDC Hell's Bells Black Label. 411. Tomorrow may never come. Christian Svitak. So gruselig. Triple Set 50 on a Gang. Oh. Schade. Adams. So geil gemacht zu der Mucke mit dem Schnitt. 50. Alright. Hendrix.
And Villelli. Aga? Eiga? Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Omar Hassan? Is that... Hensley. Echt cool gemacht mit diesem Vintage-Look. Den Flammen, der Schnitt, Skateboarden. This is the label. Und jetzt geht's, glaube ich, Licht. Jetzt geht's richtig los, ja. Aber alles schön black and white, schwarz-weiß. Oh, Double Draw. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob dann irgendwann auch noch Farbe kommt, ob der ganze Part in schwarz-weiß ist. Schöne Front Nose, Front Board. Ab und zu wünschte ich gerne, ich hätte so eine Zeitmaschine und könnte zurückgehen und die Videos zum allerersten Mal wieder anschauen. Vor allem mit dem Auge, das ich jetzt habe. Also für jeden von euch, der das jetzt zum ersten Mal sieht, schreibt in den Comments, wie ihr das Ganze findet, weil ich habe das schon so eine. Ich habe das ja alles schon gesehen, habe das irgendwie anders in meinem Kopf verarbeitet, im Kontext der damaligen Zeit. Und es jetzt wieder anzuschauen, finde ich mega interessant. Ah, oh, cooler Trick. Dann mache ich sau gerne einen Quarterpipes im Skatepark. Oh. Wow. Mega Respekt vor jeden Halfpipe-Fall. Das ist einfach nur gnarly. Einfach krass, was die machen. Oh, das war cool. Oh, hier. Was ist denn das? Manny Walk? Keine Ahnung, das war's. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Oh, wow, ja, Boardslide. Cool gemacht. Echt cool gemacht. Wow. Schöner Mew to Fakie. Super Frontboard. Jetzt geht's weiter. Ich glaube, es macht ein Backboard, oder? Ja. Wow. Mit Mega Drop. Kann mir schwer vorstellen, aus so einem Boardside so hoch rauszudroppen und nicht. Und immer noch auf dem Board zu bleiben. Alfaro. Haben sie den vergessen zu erwähnen? Oh, jetzt kommen noch ein paar andere Dudes hier am Start. Smith. Ich kann euch gar nicht sagen, wie geil ich das finde, dieses Edit zu dem ACDC Hell's Bells. Das ist, glaube ich, das Ganze, das Beste an dem Part. Also, ich meine, das Skaten ist auch mega, aber mit dem Lied ist wirklich das so viel geiler. Oh, Casper Stall an der Quarter. Oh, geil. 50 around. Wow. Geil. Schöner Front Blunt. Back 180. Schöner Heel Flip. Und was ist der Ender? Backside Heel Flip. Ah, das ist diese Wassergap. Live for today. Geiles Statement. John Jeff? Kenne ich nicht. Trainwreck. That's Trainwreck. Wheels of Fortune. Naked Raygun. I will never follow Jettison. Aber ich bin jetzt blamiert. Ist Trainwreck jemand, der super bekannt war? Den Nickname? Oh, der Dude meint, er bricht viele Boards und
Man kann es jetzt hören, bei jedem Attempt bricht das Board. Oh, armer Dude. Alex Gore. Skated for Zero. Eine Frage an die OG-Dudes von früher, die auch früher schon Skateboard gefahren sind. Ich habe so das Gefühl, dass meine Bretter nicht mehr so schnell brechen wie damals. Ich meine, damals bin ich auch ein bisschen mehr so Laderampen und so runtergefahren, aber ich kann mich erinnern, ich habe kein Board bis zum Ende gefahren, jedes Board gebrochen. Und jetzt stapeln sich die Boards bei mir, weil sie alle schon abgefahren sind und dann ich einfach irgendwann ein neues Board haben möchte. Und ich glaube, seitdem ich jetzt wieder angefangen habe, die letzten 4 Jahre vielleicht 3 Boards maximal gebrochen. Und ich habe einiges an Gewicht zugelegt. Ich glaube, ich wiege jetzt 10 Kilo mehr als damals. Also, wie ist da eure Einschätzung, eure Erfahrung? Sind die Boards damals viel? Ich meine, damals waren die Boards auch schmäler, was natürlich auch mit dazu beiträgt. Aber vielleicht war auch einfach die Qualität nicht so gut. Oder ich bin damals nur die Mini-Logos gefahren. Ich weiß nicht. Also würde mich richtig interessieren, wie es bei euch ist, ob ihr das genauso nachher finden können, dass damals die Boards schneller gebrochen sind als heute. Boah, schöner Gap to Front Board. Touché of the Wise Guys aus London. John Rattray, Rookie damals noch. Hello, this is me. That's for bus 1411. Circa Footwear. Blueprint. Crocs Trucks. Seine Sponsoren. Er geht zurück nach Scotland. Und man sieht gleich, die Spots schauen weniger amerikanisch aus. Ist das Scotland? Keine Ahnung, Dude. Okay, die Autos waren auf der linken Seite, also nehme ich mal schwer an, dass die meisten Spots hier aus seiner Heimat sind. Super chillig mit den Hemden hier am Start. Super Style. Neuer Tray, normaler Tray. Full Speed. Boden klingt nicht so geil. Nose Mani Kickflip Out. Nicely done. Schöner Kickflip Back 50. Power Sliding. Das ist geil. Das war ein 180 in eine neue Line. Also da haben sie sich. Also das schaut jetzt nach einem ganz anderen Spot aus. Nach einem anderen Land aus. Da muss man erstmal drauf kommen oder drüber nachdenken. Also sich vorher Gedanken machen, dass man das machen möchte. Und auch so Filme. Finde ich cool. Oh, der war schön. Ollie to Manny. Kickflip out. Wow, super schnell. Skated er hier diese Ledge. Boardslide. Uff, gerade so zwischendurch. Oh ja, da haben wir den Noseburn von der Intro. Der OG-Spot. Nigel hat übrigens neulich einen Nordi. Ne, ein Full Cab Noseblunt, Back Noseblunt an der Ledge gemacht. Wer das noch nicht mitbekommen hat, verrückt, ey. Oh. The Kragers. This is 411, Video Max. You don't let him say what he was. Wrong Krager is not talking. Okay, cool. Jetzt haben wir hier ein Day in the Life with Ronnie Krager, aber das ist kein richtiger Day in the Life. Das ist eigentlich ziemlich cool gemacht.
Hier ist der Ronnie Krieger und hat hier einen Kofferraum voll mit Stuff. Zigtausend Blindboards, so geil. Und jetzt fährt der Dude rum mit der Schaufel. Und jetzt erzählt er, dass er heute wieder Sachen begraben wird, buryen wird. Mega geile Aktion, schmeißt die Boards in die Büsche. Was ich mich eigentlich frage, wenn ich das so anschaue, ist, diese Videomagazins, die von dem Punkt an, wo sie gedreht wurden, bis zu dem Punkt, wo sie tatsächlich rauskamen, sind ja mindestens Tage vergangen, mindestens gar Wochen. Und wenn du da jetzt so ein Board irgendwo begräbst und das dann für ein paar Wochen, ich meine, Kalifornien ist immer Sonnenschein, aber im Regen kann ich mir vorstellen, dass viele von den Boards dann im Arsch sind. Oder zumindest, was heißt im Arsch, waterlogged oder nicht mehr so geil, weißt du? Also, interessiert mich, ob tatsächlich Leute auch die Boards dann noch gefunden haben. Jetzt muss er seine Hunde daheim abholen. Super cute. Struggled mit dem Boden. Paar Trucks begraben. Und hier schön der Hinweis: Brea Skatepark. Dude golft und jetzt will er ansetzen zum Schlag und er drückt die Hupe. Oh, Karen ist pissed. Oh, Bearings. Okay, die sind ja schön verpackt und alles. Kann ich mir gut vorstellen, dass die auch halten. Okay, jetzt das ist seine Mom bei ihm zu Hause, der Bruce, der Dad. Und Ron war der Einzige, der mit Skateboard ins Bett ist und nicht mit einem Teddybär. Und die Mom, die mag Kamele. Und weiter geht's mit den Sachen vergraben. Hilton. Ah, die guten Trucks. Nice. Die armen Boards, du. Oh nein. It's getting wet and soggy. Nein, hat das ins Wasser geschmissen? Dude. Er ist jetzt ein bisschen hungrig, weil er jetzt den ganzen Tag rumgefahren ist. Und jetzt geht er zu Kmart, um einen Burger zu holen. Und mein Gott, Cheeseburger at Kmart sind juicier als bei Target. Und Kmart gewinnt den Burger-Test heute. Ja. Cooler Dude. Ist mir mega sympathisch, auch wenn er Skateboards ins Wasser schmeißt. Oh, und jetzt fährt er heim. Es ist zu dunkel, um Boards zu vergraben. Ich bleib bei begraben, weil wenn man Boards irgendwo in den Dreck schmeißt und es pisst, dann sind die nicht vergraben, sondern begraben. Okay, eins muss er noch machen, bevor er nach Hause geht. Er muss seine PO-Box checken, weil das Blind-Video in 5 bis 6 Monaten rauskommt und er meint jetzt, dass das Video-Footage von den Leuten, die das einsenden, an diese PO-Box
PO-Box einschicken sollen auf eine so eine Videokassette. Nichts über Dropbox hochladen, sondern auf eine DV-Kassette. Shaquille O'Neal und Bucky Lassick. Auf eine DV-Kassette in eine PO-Box schicken, damit er das Zeugs in das Video tun kann. Ich finde es gerade legendär. diese Aussage, wie das damals funktioniert hat: Footage jemanden schicken auf eine DV-Kassette mit der Post, damit er das dann in das Video tun kann. Was mich interessiert, welche Leute schicken ihm denn Footage, was dann in dem Blind-Video landet? Ich muss mal das Blind-Video anschauen. Gibt es da eigentlich so einen Friends-Part oder meint er damit die ganzen Blind-Skater? Ist jetzt hier der Halfpipe-Part, finde ich auch cool. Damals als Teenager habe ich das immer ein bisschen geskippt, weil ich nicht so wirklich der Halfpipe-Fahrer war. Ich habe das nie wirklich wertgeschätzt, aber vor ein paar Jahren stand ich dann selber wieder meine Halfpipe und habe mir gedacht, wow, ich krieg schon beim bis zum Coping hochpushen tierisch Herzrasen und Stress und sehe das jetzt mit ganz anderen Augen, wie krass die Halfpipe-Fahrer unterwegs sind, wie verrückt das ist. Und hier ist so eine kleine Skatepark-Section, wo sie diese Rail übelst zerlegen. Wow. Schöner Blunt Slide. Krasser Heelflip. Kickflip No Slide. Oh, Cole Cannon wieder mit einem schönen No Scrum Pop-Out in Tampa. Corey Shepard. Wow, Best Trick, neue No Slide Heelflip Out. Aaron Suski. Eric Carson, Switch Heel Manny. Oh, der war schön. Schöner Frontside Heel mit einem Switch Mongo Push. Macht heutzutage eigentlich nur noch Thiago Lemos. Kyle Foster in San Francisco macht einen Switch Ollie über eine Straße. Javier Sarmiento, Enrique Lorenzo. Wow, Chris Cole mit einem Shovel Front Blunt. Super schön. Massive Backs 180 von Kerry Getz. Uff. Das Lied ist auch mega geil. Passt voll gut zum Schnitt. Oder der Schnitt voll gut zum Lied. Ich frage mich, ob es Bands gibt, die wirklich Lieder schreiben, mit der Absicht, dass das irgendwo mal in einem Skateboard-Part landet. Sollten es vielleicht mal manche Künstler überlegen, weil es, ich glaube, ein super Weg ist, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, weil wenn man einen geilen Skate-Part hat und die Mucke geil ist, dann wollen Leute wissen, wow, Daniel Wainwright mit dem Monster Ollie. Dann wollen die Leute wissen, wie das Lied heißt. Und ja, so ein kleiner Tipp an die Musiker da draußen. Okay, Dustin Dolin, wow. Super scary. Justin Reynolds, Gino, Keenan Milton, Rest in Peace. Zuschauer, sau geil. Danny Vananici, Javier Sarmiento, Rookie. Spanien represent. Hier kommen jetzt die schönen geilen Spots in Barcelona. Den Part habe ich oft angeschaut, deswegen steigt es hier wieder aus. Immer zu der Stelle hingespult. Ich glaube aber, das Bild kommt gleich wieder. Ich hoffe. Kickflip No Slide. Hier der OG Spot in Barcelona. Bahnhof, damals noch, als die Benches da waren. Damn, sorry für das wackelige Bild. Ich hoffe, ihr erkennt es trotzdem. Super schön. Half-Cap-Flip in der Mini-Ramp. Oh, und jetzt sind wir wieder dabei.
Ist das Barcelona? Ich denke nicht. Schaut nach USA aus, aber bin mir nicht sicher. Nolly backside noseplant. Late shove it, Nolly 180. Switchback 180. Super stylischer Nolly pop shove it. Über die Rail. Uff. Ist aus Victoria, Spain. Ist probably one of the most underrated skaters, weil er jetzt viel Coverage bekommt. It doesn't matter to him getting coverage. Also so ein Dude, der einfach nur skatet und nicht so viel Wert drauf legt aufs Coverage. Schade, weil er eigentlich so gut ist. Wow, und parallel damals noch vor dem Umbau. Lässig mit dem Rucksack. Schöner Smith Grind. Das war ein Switch. Uff, Noseplant Flip Out. Schöner Switch Rail hier. Switch Tray Flip. Oh, rough. Back Tail. Skated auch ein bisschen Rails. OG Spot from Crooked. Switch Back Tail. Back Nose Grind 180. Switch Flip Mini. Universitat. Kick Flip Crooked. Back Tail. Frontside 180 Nose Grind. Switch Frontside Heel. Super schwer zu fahren, das Skatespot. Man muss da wirklich früh da sein, weil da immer so viel los ist mit den Leuten. Take 2 auf den zweiten Versuch. Kick for Front Tail. Nolly Nose Grind. Und ich glaube, das nächste ist irgendwas im Vario Flip. Nee. Backs Nolly Nose Grind, shove it out. Und dann macht er, glaube ich, ja, einen Switch Vario Flip. Pretty easy today, sagt er. Yeah. Black Star. You're watching 411. Ich finde das geil, echt cool gemacht. Und hier in Wheels of Fortune, Rodrigo Teixeira, The People Under the Stairs. Chilliger Neuflip, Noseblunt, Good Vibes, Kickflip Front Noseblunt, Mega Backtail. Switch frontboard on the handrail. Switch back nose slide. Back nose blunt switch. Switch backflip. Oh. Der Dude fährt gern Switch. Nolly heel tail slide. Nolly flip. Oh. Okay, der Dude redet jetzt drüber, wie schwer es am Anfang war. Er konnte nicht wirklich Englisch sprechen und es hat ihm 8 Monate gedauert, bis er ein bisschen Sachen verstanden hat und eine Konversation mit anderen Menschen haben konnte und er möchte jetzt seinen Führerschein machen. Weißt du? Und er hätte gerne einen Lamborghini. Oh. Geil. Switch back 5-0. Switch flip back 5-0. Der ist super schön. Neu frontside flip. Super stylisch, der Dude. Coole Tricks am Start. Neu hier front nose slide. Die Hubble-Edge. Frontier. Das schaut sehr gruselig aus mit dem Kink am Ende. Wie hat er denn das hinbekommen, ey? Kick for back noseblunt.
Viele Back-Nose-Plants in dem Part und generell im ganzen Video. Oh. Lance Mountain verabschiedet sich. Best of Seven. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Lance Mountain. Und jetzt hier nochmal die Outro. Und ich kann mich daran erinnern, das sind teilweise Spaßclips, aber auch sau viele Bails, die echt gruselig sind. Und ich schaue das eigentlich sehr ungern an, aber wow, uncool. Sehr uncool. Biker ist pissed. Ah, armes Kind. Fuß abgehackt. Oh ja, das war sie noch. Oh, die Enttäuschung in seinem Gesicht. Oh, das. Oh, shit. Voll umgeniedert. Ups. Oh. Ah. Das Bild ist weg. Aber es kommt wieder. Oh, der Dude ist in der Mülltonne. Ah. Come on. Come on, lass uns ein Stichbild. Ich glaube, man erkennt es trotzdem. Zu hype, oh Dude. Auf die Hand gefallen, hängen geblieben. Okay, schauen wir mal, ob das Bild noch. Oh, schöne Narbe. Schauen wir mal, ob das Bild nochmal kommt. Ja. Oder auch nicht. Okay. Dudes, ich laber jetzt mal ein bisschen, solange das Bild nicht kommt. Vielleicht kommt es irgendwann wieder. Was haltet ihr eigentlich von diesen Reviews? Sind die geil? Sind die jetzt sogar? Ich meine, mir tut es tierisch leid, dass ich den Ton dann nicht anmachen kann. Und leider ist es auch traurig, dass man die Videos nicht mehr kauft. Also, ich wüsste nicht, wie man das kaufen kann. Ich habe schon ein paar Mal online geschaut, ob man so viele klassische Skate-Videos kaufen kann. Ich möchte mich überhaupt nicht dann bereichern an das Ganze, was sie damals gemacht haben. Ich möchte es nur teilen, weil ich das wichtig finde, dass das irgendwo auch der Geist von damals erhalten bleibt. Und ich glaube, 411 findet man auch nicht wirklich auf YouTube. Aber jetzt ist das Bild wieder da. Aber ja, was haltet ihr denn von diesen Skate-Reviews? Auch ohne Ton. Findet ihr die geil? Findet ihr nicht so geil? Habt ihr auch einen Vorschlag? Irgendein Video, über das ich quatschen soll? Ich habe ein paar noch daheim. Ich habe ein paar alte Zero-Videos, ein paar Tempers. Wollt ihr mal einen Skate-Contest sehen? Ein Temper Pro habe ich 2000 und 2001. Ja. Ich habe auch mal ein normales 411-Issue 45. Dude. Ah. Und auf die Kamera. Bing. Oh. Voll umgeniedert. Ah, jetzt kommen die ganzen Kamerazerstörer. I don't think my camera is that jammed. Sounds ziemlich jammed aus, dude. Oh, dude hat's erwischt. Dude hat's gescheit erwischt. Und hier auch. Oh, ich kann mich daran erinnern. Ah, scheiße. Boah, denn die Fresse ist so gruselig. Ah. Und er macht die Welle. Oh shit, verfehlt. Und den Skorpion. Oh shit, was hat denn der vorgehabt? Mit Ton. Viel geil. Oh, und der ist super gnarly. Oh. Nicht so geil, Dudes. Ein Clip kommt noch. Versucht die Tail abzubrechen. Und. Damn. Okay, das war's, glaube ich, Dudes. Better not put that in the video. It is in the video. Wer ist denn das? Okay, Dudes. Das war's. Nice. Also, Leute. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Bye.